So, und die Verbindung noch mal weggeraucht. Wir haben jetzt einfach zwei von denen hier unten besiegt schon. Interessanterweise habe ich jetzt gar nicht so genau gesehen, war das auch dann gerade schon unser Level-Up hier gewesen. Aber gut, nachdem wir so viel Erfahrung für den Fokus bekommen haben, war das natürlich auch klar. Das heißt natürlich, dass wir nach dem Stein hier auf jeden Fall dann mal diese Zweihänder nehmen können. Und dann können wir natürlich auch mal mit denen kämpfen. Ich weiß nicht, ob das so viel mehr Schaden macht, dass wir zum Beispiel die hier mit einem Schlag besiegen könnten. Das wäre natürlich das, was dann am Ende wirklich Sinn machen würde. Aber, ja. Mal sehen. Wahrscheinlich finden wir auch noch stärkere Waffen als das, was jetzt diese, ich sag mal, zu randommäßigen Orks da fallen lassen haben. Hey, den haben wir doch auch schon mal irgendwo gesehen. Was ist denn hier so los? Greift er uns an? So aus? Na toll, natürlich nicht gespeichert. Das war tatsächlich wo ein Räuber, das war wo etwas anderes als ein Bandit. Und jetzt sehe ich es auch, dass der Blank, der Trank blau war. Ja. Sehen wir nochmal, wie wir das Level abkriegen. Nicht ganz perfekt, aber na gut. So, wieder ein paar von denen. Obwohl dieser Räuber dann diesen Fokusstein hat. Warum steht dann Diego dort unten? Also ich gehe mal davon aus, dass er so war. Ja, wir fragen ihn mal. Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte.
Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Okay. Was, 3 Tonnen Goblins? Ein bisschen Nahrung hier. Hey, die hatten sogar mehr als Nagelkeulen. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll klein kriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Was ist denn diese Tagebuchseite? Heute werde ich es schaffen. Ich weiß es. Die Götter stehen mir bei. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Härterer Stahl zeigt keine Wirkung und Pfeile prallen von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir die Händler in Korinnes verkauft hat. Sie hat mich 30 Goldstücke gekostet. Monster schrumpfen? Haben wir nur noch ein bisschen Mana. Und es geht nicht auf Diego. Fantastisch! Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass im originalen Spiel wirklich geschrumpft worden ist. Das kann natürlich jetzt sein, dass das mit diesem Mod dann wieder nicht so 1000%ig hinhaut. Sah sehr so aus, als ob er eingesunken wäre. Ah, naja, was soll's. Wahrscheinlich auch Kräuter hier, die ein Mana wieder zurückgeben. Er hat quasi schon allen alles gedacht und ich denke, das hat jetzt auch wieder 5 Mana gekostet. Also von daher ist man eigentlich garantiert, damit man das hinbekommt. Gibt es irgendwo eine Höhle, hat er gesagt, also, wo die hier hinten sein? Er weiß, ob noch mehr Gegner drin sind. Das allein hat natürlich auch schon wieder einiges an Erfahrung gegeben, das Vieh zu töten. Das ist eine Tür? Oder also könnte natürlich auch da sein, wo jetzt Diego selbst hingegangen ist. Was liegt denn hier?
Schrotkolben. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Hey, wo kommt ihr denn jetzt her? Immer noch eine. Okay, dann erstmal lieber noch mal ein bisschen was hier. Bevor noch mehr Gegner kommen. Also das könnte wohl die Winde für diese Tür da innen drin gewesen sein. Ach ja, jetzt sehen wir es auch, hier oben drauf liegt etwas. Und da oben schwirrt auch irgendwas herum. Nehmen wir mal. Uiuiui. Nochmal laut. Ja, natürlich noch mehr Erfahrung. Jetzt sind wir wirklich bald beim nächsten Level ab. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Mach's gut. Nun gut, Achso, wir würden uns natürlich trotzdem mal gern noch da oben bei diesen Banditen mal umsehen. Also... Ich denke mal, wenn das jetzt nicht sonst wie viele sind, werden wir den schon mal aufs Korn nehmen. Dazu sollten wir aber noch mal ein bisschen was essen hier. So, dann noch mal los. Dieses war, wissen wir ja praktisch auch, dass wir gleich hinstürmen sollten. Wenn er uns einfach so angreift, dann müssen wir den auch nicht am Leben lassen.
einen Langbogen hier. Das hätte sich mal besser überlegen sollen. Ach, das ist ein ganzes Räuberlager oder was? Wenn man hochklettert, ist vielleicht nicht so gut. Ja, aber den kriegen wir auch. Ja, halt das Schwert gezogen, hat er 3 Sekunden lang ist nicht gezogen, hat man den Knopf halt nochmal gedrückt, aber er hat tatsächlich alles gebuffert und dann haben wir ihn doch nochmal wieder weggesteckt. Ja. Jetzt wäre halt Schutz vor Pfeilen mal nicht schlecht. Hier. Wir könnten natürlich mal versuchen, ihn abzuschießen, aber so extrem gut sind halt unsere Bogenkünste nicht. Na, wir probieren es trotzdem mal. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. So. Uns eigentlich nicht treffen können. Und wenn er nicht runterkommen will, ich meine, dann schießt man halt kaputt. Ja, ein Unterschied ist natürlich auch, wenn man mit Pfeil und Bogen niederstreckt, dann stirbt er auf jeden Fall sofort. Also wenn man jemanden nur ausrauben will, aber nicht als Mord das gelten lassen will, wäre das vielleicht nicht die erste Wahl. Natürlich so ein bisschen die Frage, sehen wir das von der Karte aus, ob man von hier oben raus hingeht? Oder ob dieses Lager eher von da unten aus gilt? Wir gehen einfach mal hier hinten rum, wenn das denn geht. Das sieht so aus. Also wenn jetzt der eine kommt, also wenn es so viele sind und die alle mit Bogen schießen, wird es natürlich ein bisschen schwierig. Yeah.
wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Steht doch mal wieder auf. Quentin, die haben definitiv mal ein bisschen was dabei. Nicht so einfach, die Jungs. Kann natürlich sein, dass sich der andere jetzt wieder hochhält. Da sind noch sehr viele von denen. Da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie wir da dagegen ankommen sollen, gegen diese Pfeilwut. Ich denke, das lassen wir einfach mal. Das kriegen wir, denke ich, nicht hin. Sei gegrüßt. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der zweite Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen zwei Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Okay. Ich schau trotzdem nochmal nach, ob der irgendwas Neues hat. Sei gegrüßt. Zeig mir. Ja. Jetzt sind wir sogar schon Level 17. Man muss eben auch in seiner Haut. Achso, ja. Solange ich verlass dich zu tun habe, ist es nur wirklich nicht mein Problem. Nur damit wir das natürlich jetzt nochmal sehen. Gehen jetzt mal in unsere Hütte hinein. Halt hier noch diesen langsamen Schlag hier. Das ist halt dann sehr langsam und so weiter. Weil wir das am Anfang auch mit den Einhändern hatten. Aber wenn wir das natürlich jetzt auch mal ein bisschen lernen. Hallo! Auch wenn es ganze 30 Punkte kostet. Ich möchte den Umgang mit zwei Händern lernen. Nun, dann gehen wir zuerst die Grundbegriffe durch. Halte das Schwert waagerecht. Um den Gegner mit einer großen Waffe anzugreifen, brauchst du viel Schwung. Hole mit der Waffe aus und schlage am besten direkt von oben. Meistens reicht das aus, um den Gegner zu Boden zu strecken. Nutze den Schwung, wenn die Waffe unten ist, um direkt wieder nach oben zu schlagen. Seitliche Schläge lassen sich ausgezeichnet mit einem Zweihänder koordinieren. Damit hältst du dir die Gegner vom Hals. Das sollte erst einmal reichen. Übe das. Und Stufe 2 kostet natürlich 40 Lernpunkte. Das ist natürlich schon verdammt viel. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Ich denke, er kann uns auch Stärke und Geschick
geben. Aber ich denke, wir werden mal Bogen nochmal eine Stufe mit lernen. Damit wir da auch ein bisschen besser sind mit diesen Pfeilen. Und das müsste doch auch von diesem Wolf möglich gewesen sein, dass der uns das beibringt. Ich halte mich da lieber raus. An der Geschichte muss doch wohl was. Aber behalt's für. Genau. Bring mir den Umgang mit dem Bogen bei. Deine Geschicklichkeit ist das Maß für einen Treffer. Je geschickter du wirst, umso genauer werden deine Pfeile ihr Ziel treffen. Dein Talent bestimmt, auf welche Reichweite du dein Ziel noch triffst. Um ein guter Schütze zu werden, solltest du beides zu gleichen Teilen steigern. Stufe 2 kostet natürlich nur 20, wesentlich weniger. Also weniger als Stufe 2 Zweihänder. Da sieht man auch den Unterschied. Bei den Fernkampfwaffen hat man jetzt 15% Crit-Chance. Ich denke, auf den voll ausgebildeten dann 30, während man halt bei den Nahkampfwaffen nur 10% bei dem vollen dann hat, aber naja. So. Also Zweihänder ist auf jeden Fall selbst schon ausgebildet wesentlich schwerer, sagen wir mal, geschickt damit zu kämpfen als mit diesen Einhändern. Aber nun gut. So spät haben wir es denn? Wir haben schon wieder Abend. Noch nicht so spät. Wir schlafen jetzt eigentlich relativ viel in letzter Zeit, aber wir schlafen nochmal bis früh. Da wäre halt jetzt noch die Frage, ob man als nächstes sagt, gut, man meistert nochmal diese Zweihänder, um da halt noch geschickter zu sein, auch wenn es 40 Punkte kostet, oder man steckt halt vielleicht mal ein bisschen was in Geschick. Naja, das werden wir uns mal überlegen. Na gut, das heißt, wir sind hier wieder in der Hütte. Können wir nochmal unseren Main Save machen. Und im Prinzip fehlen uns jetzt ja nur noch zwei. Also ich sag mal, die mittleren Nord und Süd, die bräuchten wir halt noch. Und das werden wir uns aber auf jeden Fall beim nächsten Mal ansehen. Da sind wir erstmal froh, dass wir heute doch so einiges geschafft haben. Zwei, also insgesamt haben wir ja 3 Steine übergeben. Das mit den Schläfer wird wohl wahrscheinlich nichts mehr. Und ja, man sammeln wir halt mal diese Fokussteine und schauen mal, ob wir dann hier rauskommen aus dieser ganzen Geschichte. Na gut, aber für die Sache würde ich sagen, erstmal soweit. Bis dann.